Nein! Nein! 15 Euro Sharkcard, Digga! Tschüss! Ey, Nebelix, Digga! Was willst du? Was machst du da, Digga? Spielst du heimlich GTA? Digga, so geht das nicht. Also immer an, ich will ein neues Auto. Du willst ein neues Auto, Digga? Ja, Mann. Digga, dann sag das. Okay, Digga, wir kaufen dir ein neues Auto. Wenn du das so willst, wir machen das, Leute. Ab geht's! Nebelix, beruhig dich. Wir besorgen dir dein Auto. Aber ganz ruhig jetzt. Jedenfalls, ich will euch was zeigen, Leute. Und zwar was richtig Geiles. Jeder kennt FIFA Pack Openings. Und die sind mega fett. Und sowas gibt's jetzt in GTA 5, Digga. Mit Sharkcut. Da können wir Sharkcuts rauskriegen. Im Wert von 75 Euro. Nämlich die 8 Millionen Megalon Sharkcut. Oder wie die auch immer heißen. Markt übertrieben heftig. Und das alles funktioniert über die App Blutboy. Übrigens habe ich mit den Jungs was klar gemacht. Für die ersten 10.000 Leute, die sich unten über den Link registrieren, bekommen Spiel kostenlos dazu als Vollversion. Holy shit, Digga, ihr müsst euch nur registrieren, kostenlos, nichts weiter machen. Ihr könnt auch gerne ein kostenloses Pack noch aufmachen, aber braucht ihr nicht. Habt trotzdem das Spiel, aber ich würde natürlich das Pack aufmachen, Leute. Nämlich ich zeige euch jetzt, wie man hier die Sharkcards rausbekommt, Leute. Das ist mega geil. Und zwar erstmal, wir haben uns hier registriert, ja. Kriegen wir erstmal ein gratis Loot-Pack dazu. Ich guck mal, was da drin ist. Mal schauen, vielleicht haben wir ja Glück. Nebelix, drück die Daumen, Bruder. Das ist für dein Auto. Das ist für dein Auto. Okay. Oh, okay, oh, wir haben ja erstmal 1000 Loot Coins bekommen. GG und viele andere Sachen. Okay, wir müssen erstmal gucken. Wir packen es ins Inventar rein. Übrigens, nicht wundern. Ich habe im Inventar schon eine Sharkcard drin. Ich werde es euch gleich erklären. Ich habe ein Pack gezogen. Sharkcard drin. Ich habe vergessen, die Aufnahme zu drücken. Grüße gehen raus. Okay, was haben wir jetzt hier im Free Pack drinnen? Wir haben 3D Chess. Das ist Schachspiel. Keine Ahnung, ist eine Vollversion. Ich mache mal den Code frei, Leute. Falls jemand Schachspieler ist, könnt ihr gerne zocken. Das könnt ihr euch den holen, den Code. Ich glaube, bei Steam könnt ihr das Ding zocken. Hier, zack. Hier ist der Code, Leute. Gönnt euch 3D Schach, my friends. Holy shit, was ist das hier? Bam, Kartenspielbündel. Ein Kartenspiel. Für umsonst. Freirubbeln, falls auch jemand das Kartenspiel. Aber ich sag mal, für ein gratis Loot Pack. Also, ihr bekommt zusätzlich ein Spiel, das gratis Loot Pack, wo auch noch Sachen drin sind. Haben wir ein kostenloses Kartenspiel dazu bekommen. Aber Leute, Sharkcut war jetzt noch leider nicht dabei. Wir haben jetzt zwei Packs gezogen. Deswegen, für die aufmerksamen Zuschauer, ich rubbel das jetzt hier frei. Dann könnt ihr der Erste, der hier den Code eingibt, hat eine Sharkcut. Ich glaube, das ist sogar PS4 hier, ne? Es gibt natürlich für PC und PS4 unterschiedliche Codes. Und der ist hier für den PC 200.000. GG, könnt ihr euch raufziehen. Gönnt euch. Okay, wir haben zwar keine Sharkcut bekommen, aber ich glaube, die kriegen wir. Wir kriegen sein Auto heute noch zusammen. Ich bin da optimistisch. Jedenfalls, wir haben uns hier gratis registriert, ein Spiel umsonst bekommen. Dann noch dieses gratis Lootpack umsonst bekommen mit auch Spielen drin und sogar ein Kartenspiel. Kostenlos auf dem Nacken dazu. Und wir könnten jetzt weiter Lootpacks ziehen. Dafür brauchen wir diese 2000 Lootpunkte aber. Die bekommt ihr einmal, indem ihr hier zack auf Daily Coins abholen geht. Ja, kriegen wir 150 schon mal. Easy peasy. Wir mussten nichts machen, also jeden Tag einmal die App starten. 23 Stunden, können wir die nächsten 150 Coins uns holen. Und jetzt kommt wirklich hier lächerlich, Bruder. Einmal, ihr könnt Freunde einladen, 500 Coins, kaufe Bundles, also diese, ihr könnt auch noch andere Bundles kaufen, kriegt ihr 2000 Coins. Ihr könnt Karten schreddern, die ihr nicht braucht, zeige ich euch gleich noch, und Comics lesen. Jede Woche Freitag kommt ein neues Comic raus. Ihr klickt auf dieses Comic hier rauf, guckt euch dieses Comic an. Das geht ratzbatz, Digga. Habt ihr euch das Comic durchgelesen, bekommt ihr 350 Lootcoins. Und ich zeige euch mal, da sind wirklich mega viele Comics, die ihr euch durchlesen könnt. Und ihr kriegt damit richtig viele Coins und könnt damit dementsprechend noch weitere Lootkisten ziehen und vielleicht das Glück auf eine Sharkcard zu haben. Okay, komm, wir ziehen hier jetzt nochmal ein Lootpack für 2000 Coins. Bevor ihr aber noch Coins braucht und irgendwas nicht mögt, könnt ihr zum Beispiel Shage and Fidget, Leute, kann ich nichts mit anfangen. Aber ich will mehr Lootpacks ziehen. Sage ich einfach Karte schreddern, zack, weg damit. Brauche ich nicht den Plan hier. 55 Pilze, keine Ahnung. Juckt mich nicht. Haben wir 100 Coins auf unser Konto wiederbekommen. GG. So, 2000 Lootpacks. Nebelix. Ich will die Sharkcard sehen. Vielleicht ist hier schon drin. Ich weiß es nicht. Depp, Bro. Jetzt holen wir uns die. Lootpack. Lootpack. Auf. Oh, was haben wir hier drin? Oh, wir haben auf jeden Fall hier nochmal das Kartenspiel drin, ne? Nice. Okay, zack, wir gucken mal ins Inventar, weil mal schauen, was da für Dinger drin sind. Holy shit, Crash Time 2. GG, Leute. Das Spiel kostet 10 Euro. Hatten wir hier gerade wieder in einem kostenlosen Lootpack drin gehabt. Also ein Game für 10 Euro auf den Nacken. Also ich muss sagen, hat sich bisher übertrieben gelohnt.
Minus haben wir definitiv hier noch nicht gemacht. Dann gibt es aber noch eine, hier ist der Code übrigens für die Leute, die den haben wollen. Lootpack. Ich würde mal sagen, ab geht's, zurück. Und dann haben die Jungs was richtig Krasses gemacht. Und zwar, es gibt spezielle Packs, wo ihr Geld ausgeben könnt. Die kosten 1 Euro. Und in diesen Packs ist wirklich richtig für GTA optimiert, Leute. Ihr könnt da Wallpaper bekommen von mir, die ihr sonst nirgendwo bekommen könnt. Dann könnt ihr eine Zockerrunde mit mir und Max gewinnen. Ihr seht es hier, PC-Vollversion von GTA 5 rauskriegen. Dann könnt ihr Shark-Cards rauskriegen, bis zu 8 Millionen, Leute. Das kostet 75 Euro, so eine 8 Millionen Shark-Card. Und wir ziehen einfach mal das erste Pack, Leute. Es kostet, wie gesagt, 1 Euro. Ihr könnt entweder die kostenlosen ziehen oder halt dieses spezielle GTA-Pack, wo ihr richtig krasse Sachen rausbekommt. Ich kann euch nur raten, Leute, setzt euch ein Limit, sagen wir mal 5 Packs und vielleicht habt ihr Glück, bei 5 Packs eine Shark-Card rauszuziehen und dann seid ihr auf jeden Fall im Plus, würde ich mal sagen. Also ab geht's, Leute. Wir holen uns hier das erste Pack, beziehungsweise schon das zweite. Aus dem ersten Pack hatte ich wirklich eine Shark-Card gehabt. Ich habe es leider nicht aufgenommen. Also ist es jetzt hier das zweite Pack. Ab geht's! Loot-Pack. Okay, okay, okay. Ich spüre, dass in dieser Karte was drin ist. Drückt mir die Daumen, Freunde. Drückt mir die Daumen. Ich reiße diese Karte jetzt auf und ich guck nicht hin. Ich guck nicht hin. Oh mein Gott, ich hab Shark Card gesehen. Wow. Nochmal eine 200.000er Shark Card auf den Nacken, Digga. Komm, Leute. Hier, ich rubbel frei, Digga. Gönnt euch den Code. Läuft bei mir. Alter Schwede. Holy shit. Nebelix, das wird ein geiles Fahrzeug, Digga. Ich werde doch eines ziehen oder zwei, Bruder. Ein oder zwei. Ich will nicht so viel ziehen. Hier, aber hier ist der Code, Bruder. Ich muss mich zusammenreißen, Digga. Sonst zieh ich hier gerade die ganze Zeit. Man kann Glück haben, man kann kein Glück haben. Dann habt ihr halt irgendwelche anderen Sachen drin. Setzt euch, wie gesagt, ein Limit. Sagt jetzt 5 Euro und dann sagt ihr 5 Euro Shark Cards hier. Vielleicht habt ihr Glück. Okay, das dritte Kartenpack ist da. Bitte, 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 bitte. Das sieht nach Shark Card aus, Digga. Es sieht nach Shark Card aus. Sieht es nach Shark Card aus? Bitte, bitte, bitte. Zieh rein. Und bitte, bitte, ich brauche die Shark Card. Ach, keine Shark Card, Digga. Keine Shark Card. Schade. Was haben wir hier? Lakeview Cabin Collection, wo das ist irgend so ein Game. Holy shit, Leute, hier für euch, falls ihr das Game zocken wollt, hier ist der Code hier unten drinne. Gönnt euch das. Ich rubbel frei. Hier ist der Code. Okay, komm, wir ziehen noch eine Karte. Wir brauchen ein Fahrzeug für den Kollegen hier. Drückt mir die Daumen. Lootpack. Okay, die nächste Karte, ich spüre es. Also eine 200.000er hatten wir schon. Wir brauchen jetzt aber ein bisschen mehr Kohle. Wir wollen Supersportwagen. Wir wollen Supersportwagen. Und, was ist... Oh, was glänzt denn hier hervor? Die nächste Shark Card ab ins Inventar haben wir hier. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, das waren 200.000er Shark Card nochmal. Okay, Bruder, wir sind hier schon im Plus. Ich glaube, die kostet 4 Euro. 1 Euro haben wir hierfür bezahlt. GG. Zack, wir rubbeln frei, Leute. Gönnt euch das. Die ist hier auch für den PC, aber es gibt auch welche für die PS4. Hier ist der Code, Leute. Schnell eingeben. Dann habt ihr schöne Shark Card. Lootpack. Okay, hier haben wir einmal das Spiel Refunct Steam Key. Nebelix, willst du das spielen? Ja, kann, okay, ja, nee, ich geb's den Leuten, Digga. Die Leute sollen das hier sich reinballern, können sie zocken. Ich rubbel hier den Code frei, Leute. Das haben wir hier noch in dem Pack. Bruder, aber ich muss noch ein Pack ziehe ich noch. Okay, komm, Digga, komm. Ja, oh mein, noch eine Shark Card, Digga. Nein, nein, nein. Nebelix, dein Auto, Digga, dein Auto. 15 Euro Shark Card, Digga. Tschüss. 15 Euro Shark Card haben wir hier nochmal gewonnen. Da freut sich aber jemand, oder? Holy shit, Leute. Das war das Pack-Opening gewesen. Hier wird jetzt erstmal noch der Code freigerubbelt. Also gebt den schnell ein. Vielleicht habt ihr hier nochmal 1,25 Millionen Dollar auf euren Nacken, Leute. Wir hatten mega Glück gehabt. Wir haben, was haben wir jetzt? 2 Millionen locker, oder? Hat mega Bock gemacht. Pack-Opening, Lootboy, Link unten in der Beschreibung. Die ersten 10.000 kriegen Spiel kostenlos dazu. Eine Free Lootbox, Leute. Also, ich sag euch, beeilt euch. Dann wünsche ich euch viel Glück und schreibt mir unten in die Kommentare, was ihr gezogen habt, Leute. Holy shit, Alter. Aber setzt euch ein Limit, Digga. Gebt nicht zu viel Geld aus. Sagt 5 Euro. Wenn ihr bei 5 Euro vielleicht 2 Shark Cards gezogen habt, habt ihr mega Glück. Falls ihr keine gezogen habt, habt ihr halt irgendwelche geile Spiele vielleicht dabei gehabt, Leute. Ich wünsche euch viel Glück und wir sehen uns bei der Soccer-Session. Vielleicht gewinnt ihr die, ja? Gönnt euch, Leute. Like nicht vergessen. Ich bin der Pack-Opening-Shark-Card-König. Hat euch auf dein Channel. Es sei dir bedankt fürs Zuschauen. Woo!